Damit verlassen wir Urgottfurt. Haben uns ja jetzt lang genug dort aufgehalten. Und haben jetzt eine ziemlich zahlreiche Truppe. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Hört, hört. Warum wolltest du uns unbedingt begleiten? Entschuldige die Frage, aber was ist zwischen dir und Boindil passiert? Du sollst mit der Trinker aufhören, das würde ich noch umbringen. Warum wolltest du mich begleiten? Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zweiten als mich. Aber heute? Ich will nicht als der Säufer in Erinnerung bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert, sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Ein letztes Meisterwerk. Ich finde, Bavragors Stimme könnte ein bisschen tiefer sein, da würde sie besser zu ihm passen, aber sie geht eigentlich. Ja, was ist mit zwischen dir und Boindil? Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Wir konnten uns einfach noch nie leiden. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Ja, du sollst mit der Trinkerei aufhören. Du solltest deine Trinkerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Egal, wie viel ich trinke. Mich wundert es, dass wir seit Tagen keine Spur von Gandogar gesehen haben. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Ja. Wir sind nicht auf dem Weg zu den Fünften. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüterin. Die Ersten? Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im gewordenen Land. Nur sie können auch Tionium und Palandium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Nord-On jede Hilfe gebrauchen und... Und erstmal fliegen wir gehörig auf die Schnauze. Ja, das war's wohl mit der Lorenfahrt. Verflucht! Golengar! Es brennt! Das wird Schnaps sein. Hier kommen wir nicht weiter, Gelehrter. Was nun? Es ist alles deine Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast draufgegangen. Und wofür? Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Ja, übrigens, Schimmerbärtchen hier hat auch wieder dieselbe Synchronstimme wie die verängstigten Dorfbewohner, die wir schon getroffen haben. Der im Wirtshaus zum Beispiel. Das ist mir so aufgefallen. Jedenfalls klingen sie gleich. Außer ich habe einen Hörfehler. Naja gut, man kann nicht alles haben. Die Stimme passt auf jeden Fall zu dem ängstlichen Gemmenschleifer. Es geht um die Rettung des geborgenen Landes, nicht um den Titel des Großkönigs. Strafe Golengar mit Nichtbeachtung. Du solltest deine Giftzunge besser hüten, du stehst unter meinem Befehl. Ja, mit ihm zu palavern bringt nicht viel. Machen wir mal Nichtbeachtung. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein. Ja, bei Golengar brauche ich mich auch nicht beliebt machen, weil den benutze ich eh so gut wie nie in der Schlacht. Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang.
Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor einer sonnendurchfluteten Öffnung. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajorn, nahe dem Zauberreich Oremaira wieder. Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mephordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Ja. Wir müssen nämlich da hinten hinkommen. Haben nicht mehr viel Nahrung. Haben jetzt neue Leute in der Gruppe. So, das habe ich abgeschlossen. Steht da noch was Neues? Du konntest deinen Großkönig Gandogar verhindern, vorerst. Wichtig aber, du bekommst die Gelegenheit, die Feuerklinge zu schmieden und gegen Nord-On zu ziehen. Quest beendet. Die Feuerklinge. Nicht nur du wirst dich mit einigen Begleitern auf dem Weg zu dem Fünften machen, auch König Gandogar. Das verdoppelt die Erfolgsaussichten und hält ihn mehrere Monate vom Thron des Großkönigs fern. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die Reise zu den Ersten. Du hast beschlossen, nicht auf dem direkten Weg, den Norden, zum Reich der Fünften zu reisen. Du wirst den Ersten im Westen einen Besuch abstatten. Sie sind die besten Schmiede und nur sie wissen, wie man die verschiedenen Metalle miteinander verbinden kann. Auf den ersten Tagen eurer Reise seid ihr gut vorangekommen, doch dann zwang euch ein Unfall, euren Weg oberirdisch fortzusetzen. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen dem Wettkampf, wegen der Queste. Erstmal kriegst du die Ausrüstung hier so. War es so im Buch, dass Tungendil und Gandogar jeweils 3 Prüfungen auf Zettel schreiben mussten und die in den Sack gesteckt wurden. Und Bislipur musste halt daraus ziehen. Nur hat er aus Versehen den markierten Zettel, den eingerissenen, den er hätte ziehen sollen, fallen gelassen und hat einen von Tungdils Zetteln gezogen. Und ja, der hat auf alle 3 Zettel geschrieben, Feuerklinge schmieden. So wie Bislipur auf alle 3 Zettel dasselbe von ihm geschrieben hat. Ja, Gäumgar Schimmerbart mag niemand übrigens. Und er hat eine ganz tolle Passivfähigkeit. Unangenehm. Niemand kann Gäumgar leiden. Er zieht automatisch Gegner an, was ich lustig finde. Bei ihm hier ist es so, also bei Bavragor, was ich auch toll finde, Verletzungen reduzieren seine Lebenspunkte nicht. Er startet einen Kampf immer mit 80% Leben, was ein bisschen blöd ist, also er startet immer seinen Kampf mit der Lebensleiste hier, egal wie voll sie ist. So, wir müssen auf mal... Auf Wanderung stimmt Boindil einige Lieder an. Kurze Zeit später tut Bavragor es ihm gleich, wobei er nicht etwa mitsingt, sondern Ingrimsch mit eigenen Liedern zu überbieten versucht. Als er schließlich ein Liebeslied anstimmt, treibt er Boindil damit zur Weißglut. Du nimmst den Steinmetz zur Seite und fragst, ob er das mit Absicht mache. Sicher mache ich das mit Absicht. Ich werde ihn die ganze Reise über leiden lassen. So kann das nicht weitergehen. Wir können uns nicht untereinander bekämpfen und das geborgene Land retten. Du machst eine kurze Pause, ehe du dich an die Wurzel des Problems heranwagst. Es geht um meine Frau, richtig? Nicht wie du vielleicht meinst. Smeralda war meine Schwester. Ein junges Ding von gerade 40 Zyklen. Bavragor nimmt einen ordentlichen Schluck von seinem Branntwein, ehe er fortfährt. Sie war fast so kriegerisch wie Boindil. Und sie hatte es sich in ihren Dickkopf gesetzt, ihm im Kampf beizustehen. Eine schlechte Entscheidung. In seinen Augen kannst du den Schmerz erkennen, unter dem er leidet. Du legst ihm eine Hand auf die Schulter und drängst ihn zu nichts. Ja. Deswegen ist er auch zum Säufer geworden. Das ständige Gezanke von Boindil und Bavragor lenkt dich ab. Goimgar hört als erster das Klappern der Rüstungen. Da kommt etwas! Bevor ihr es euch verseht, stürmen die Orks über einen Hang auf euch zu. Jo, die Orks machen wir noch platt. Und dann müssen wir, bevor wir die nächste Stadt erreichen, erstmal wieder einen Cut machen. Und ich sollte Tungdir mal seine Fähigkeit geben, fällt mir gerade noch ein, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Also Fähigkeiten durchgehen, nämlich die hier. Dazu legen wir den Schmiedearmer ab.
Ja, machen wir es so. Obwohl. Q. W. E. Bei dir ist alles klar soweit. Bei dir auch. Du hast eh nur zwei Fähigkeiten. Und du interessierst nicht. Kampf starten. Das ist Pech für dich. Was denn? Wo ist der Nächste? So. Bin unterwegs. Gut, Bavrago. Hier kommt der Hammer. Du darfst auch mal ordentlich zuschlagen. Logisch. Erledigt. Nein, du machst mal mehr Schaden. Und jetzt? Ja? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, den einen Ork schalten wir mal schnell aus. Dann wieder einen Schmiedehammer hier hin. Solche Krieger stehen gerne. Und. Ah, das würde Bavagor treffen, das würde Boindin treffen. So, jetzt dürften wir aber aus dem Gefahrenbereich sein. Was denn? Solche Kreatur! Bei dir ist eh der. Ist er der im Grimsch gerade an? Das geht zu einfach! Und weiter! Ja? Okay. Bavrakor sieht halt schon ein bisschen angeschlagen aus. Was ist? Haben wir die mal weg? Oh, du bist immer noch im Imgrimsch. Oder schon wieder? Das Problem ist, es sind alle schon ziemlich angeschlagen. Und weiter. Zu einfach. Und okay, wir gehen mal hier durch. Was ist? Oh, bist Ogre. Was da? Kreatur. Tungdil. Wo steckt Bavrakor gerade? Der steckt da. Mach dich bereit. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was ist so teuer? Versuchen wir mal weiter wegzukommen. Oh, da kommt schon die nächste Meute. Das ist nicht so gut. Zu einfach. Ja? Ja, der Ogre ist wenigstens schon mal tot. Die da hinten sind einigermaßen verstreut. Ah, wo bist du? Logisch. Zu einfach aus. Was ist? Ja. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Jo. Und jetzt? Du bist schon wieder im Ingrimsch. Erledigt. Das heißt, wir gehen dir mal aus dem Weg. Was denn? Und schlagen lieber hier ordentlich zu. Was denn? Wer ein paar Gegner sind. Einer ist hier bei mir. Ja? Boah, eklig. So, du springst mal dahin. Zu einfach. Und weiter. Und jetzt? Was ist? Lustigerweise sehe ich jetzt wieder die Abklingzeit von allen Fähigkeiten. Also los. Hey! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So. Was denn? Zu einfach. Das wäre es jetzt, wenn der, wenn uns, Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja, ich wurde besiegt.
Gut, das heißt... Soll ich es nochmal versuchen? Ja, ich versuche es halt nochmal. Mein Fehler war, dass ich einfach so vorgeprescht bin, ohne auf die Ogre dahin zu achten. Ich muss halt wirklich gucken. Ich find's lustig, dass der Schmied auf Arm of R liegt bei ihm. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Und jetzt? So, locken wir nicht mal gleich die ganze Meute an. Was ist? Das war die falsche Fähigkeit. Tungdeal. Was denn? Zu einfach. Du bist der Nächste. Boah, wirklich. So. Abscheuliche Kreatur. Bleiben Sie dran, oder? Ja, machen wir mal mehr Schaden an. Und weg mit allen. Hier kommt dein Ende. Was für eine Kreatur. Was ist? Jo. Boah, eklig. War nichts Persönliches. Einverständlich. Mach mir Platz. Erledigt. Jo. So, da ziehen wir gerade noch mehr an. Wo ist der Nächste? Sofort. Ja? Das war wegstoßen, das wollte ich eigentlich nicht. Eklig. Oh, das ist Pech für dich. Oink, oink, kleine Schweinchen. Ich hab gar nicht so fest. Sind wir mal alle auf Boindeal. Erledigt. Was denn? Und weiter. Hier kommt der Hammer. Ja, einverstanden, hat sich ja drum geerdigt. Ja. So, das läuft doch langsam richtig. Gut. Und weiter. Aber wenn wir da schon wieder die nächste Meute anlocken. Sehr gerne. Erledigt. Was denn? Wo ist denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, mehr Schaden ist immer gut. Abscheuliche Kreatur. Und jetzt? Und weiter. So, du wirst mal wieder dein Gesundheitshalsarmband an. Abscheuliche Kreatur. So einfach. Dann einer weniger. Ja. Das Problem sind halt wirklich die Ogre. Und weiter. Oh, das ist Pech für dich. Was? Oh. Auf den Weg. Erledigt. Der ist umgefallen, jetzt ist er tot. Jetzt rennen wir an den Fernkämpfer vorbei. Und machen den da platt. Und jetzt zu einfach. So gut wie erledigt. Und haben es fast geschafft. Durch die Meute kommen wir nämlich auch noch irgendwie durch. Ja, einen Moment Geduld. Ja, komm gewehrt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der Nächste? Da, der Ogre. Was ist? Kriegt was auf den Deckel. Ja? Und jetzt? Jo. Und die Orks hier auch. Was denn? Schluss damit! Da, einer weniger! Zu einfach! Was denn? Wo ist der Nächste? So, keine Feinde mehr im Ausgang und wir haben es geschafft. Das war erfrischend. Hey, da kommt noch mehr.
Drei, vier, fünf? Fünf oder sechs? Fünf oder sechs? Puh. Er meint fünf oder 600. Goimgar wird kreidebleich. Das sind zu viele. Zur Stadt, los! Ja, Level Up für Bavragor, Level Up für Boindal. Goimgar ist schon Level 8. Und damit dürfte Boindal auch noch eine neue Fähigkeit kriegen. Ja, Macht. Mhm. Gold und eine Perle, keine Nahrung. Und ich würde sagen, bevor ich das mache, disponiere ich hier um. Und zwar gebe ich mächtigen Hieb auf Q. Nein, das hier auf W und Macht auf E. Und bei ihm muss ich auch mal umdisponieren. W, Q, E. So. Bei ihm disponiere ich auch mal kurz um. Und bei ihm kann alles so bleiben. Ja, und ich denke, dass ich bei den beiden immer noch 100 habe. Und ja, der tolle Bug mit ihm, dass er zweimal auftaucht. Gut, weiter. Ich speichere jetzt hier. Das wäre dann LP 005. Und dann sehen wir uns gleich wieder.